Meine Damen und Herren Geschworenen, Sie haben 6 Tage lang in diesem Saal gesessen und der Verhandlung beigewohnt. Dieser Fall ist das schwerste Delikt, das unsere Rechtsprechung kennt. Mord ersten Grades. Vorsätzliche Tötung. Sie haben die Zeugen gehört und jetzt ist es Ihre Pflicht, sich eine Meinung zu bilden, indem Sie versuchen, Tatsachen von Fantasiengebilden zu unterscheiden. Ein Mensch ist tot. Das Leben eines anderen liegt in Ihrer Hand. Versuchen Sie nach bestem Wissen und Gewissen Ihren Spruch zu fällen. Falls Sie einen begründeten Zweifel an der Schuld des Angeklagten haben, muss Ihre Entscheidung nicht schuldig lauten. Andernfalls müssen Sie davon überzeugt sein, dass der Angeklagte wirklich schuldig ist. Halten Sie ihn für schuldig, dann darf auch das Gericht keine Gnade walten lassen. In diesem Fall verfügt das Gesetz die Todesstrafe. Aber wie auch immer Sie sich entscheiden, Ihr Spruch muss einstimmig sein. Sollten Sie jedoch keine Einstimmigkeit erzielen, so müssen Sie Ihren Auftrag zurückgeben und es werden neue Geschworene aufgerufen. Sie stehen jetzt vor einer großen Verantwortung. Ich danke Ihnen, meine Herrschaften. Die Geschworenen ziehen sich zur Beratung zurück.